Das ist doch eine Masche. Was jetzt hat, sehen Sie jetzt, irgendwas Wichtiges wollte ich noch. Genau, jetzt weiß ich's. Ich wollte Sie warnen noch. Unsere Anstalt wird heftig bedroht und steht unter Beschuss. Hochaggressive Vorwürfe, und zwar von Seiten des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie. Und warum? Weil das Heute-Journal letzte Woche unsere Pharmakonzerne als korrupte Preistreiber bezeichnet hat. Was ja auch durchaus richtig ist, nicht? Wir hier in der offenen Abteilung der Anstalt, wir könnten da noch einiges zulegen. Zum Beispiel Folgendes. Die deutsche Pharmaindustrie ist sehr stolz darauf, dass sie das Verschreibungsverhalten unserer Ärzteschaft kontrolliert. Was ist das Ergebnis? Die Zahl der Arzneimitteltoten macht jährlich einen Leichenzug von Frankfurt bis Düsseldorf aus. Wie gefällt Ihnen das? Ist Ihnen zu polemisch? Soll ich es sachlich ausdrücken? Schon vor Jahren hat man die Zahl, die Folgekosten durch Falschmedikation in Deutschland auf jährlich 30 Milliarden Euro geschätzt. 30 Milliarden. Das alles unter der Regie von 15.000 Pharmareferenten. 30 Milliarden gilt übrigens nur für die Überlebenden. Der Leichenzug geht extra, nicht? Und da haben wir die Sauerei mit der, die Abzocke mit der Schweinegrippe, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Da ist folgende Sauerei gelaufen. Das kann ich Ihnen auch noch schnell erzählen. Halt, bitte, Moment. Bitte, bevor Sie jetzt hier endgültig zum Hassprediger mutieren. Herr Prior, darf ich was sagen? Hätten Sie doch besser Ihr Mützchen aufbehalten. Ja, furchtbar. Es geht um die Gala. Und da habe ich eine sehr gute Nachricht. Wir haben den Hauptpreis für die Tombola. Ah, was denn? Wer denn? Was? Wolfsburg hat sich sehr spendabel gezeigt. Ein Phaeton. Donnerwetter, das ist ja toll. Und dürfen wir auch auslosen, wer ihn fahren muss? Also jetzt bleiben Sie sachlich, es geht um unsere Charity. Ja gut, dann machen wir eben Charity, dann kümmern wir uns ein bisschen um dieses Sozialschmarotzer-Gesindel, das sich Society nennt. Ich bin gerade in Stimmung. Manchmal High Society eher. Na, wenn die wieder beisammen sind, ist immer das Gleiche. 50 Tonnen Silikon und 1000 Jahre Knast in jeder VIP-Loge. Ganz genau. Und wisst ihr, was ich das Schlimmste finde? Das ist doch mal, was ich persönlich schlimm finde. Für mich, was mich besonders wütend macht, ist, wenn sich ihre Schrumpfmägen an den Hummerbuffets vollschlagen, zugunsten der Unterernährten, der Witwen und Waisen und Armen und Kranken. Ja, gerne auch mal vorneweg unsere Präsidentengattin. Was? Die auch? Ja, irgendwo eingequetscht zwischen den Schlauchbootlippen von Chiara Ohoven, den sinnlosen Ausdünstungen von Boris Becker und der Thyssenhenne Begum. Und neulich O-Ton Eva Luise Köhler: Ich kämpfe gegen Krankheiten, die nicht mal Ärzte kennen. Ach was? Jetzt habe ich. Vielleicht guckt sie ihren Mann deswegen immer so komisch an. Nicht? Der ist abgetaucht, weil er auch so eine Krankheit hat. Progrediente nihilitas vulgaris. Was? Gemeine Bedeutungslosigkeit im Endstadium. Ah. Nicht? Das hat ja die ganze Back. Ja, ist ja schon gut. Nee, das hat doch. Hier, gucken Sie sich die doch an, das haben die doch auch alle. Die haben denselben. Und das wird alles jede Woche wöchentlich hochglanzpoliert von Bambi, Bebockers, Burdas, Bunte. Ja, bei manchem Fundraising-Dinner der FDP, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir auch oft gewünscht, es käme Hannibal Lecter als Maître de Cuisine vorbei. Ja, genau, ganz genau. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Doch, aufgeregt. Wenn dieses Sozialgesindel, wenn sich das Geschmeiß immer nach allen paar Monaten liest, man's doch in der Zeitung, treffen sich irgendwo auf der Welt, rotten sie sich zusammen, um wieder irgendein 7-Sterne-Hotel einzuweihen, wie neulich in Dubai. In Dubai, da muss ich sich vorstellen, im Herzen des Islam, eine Kathedrale des Spätkapitalismus. Und ihre prominentesten Anbeter sind alle wie auf einem goldenen Präsentierteller am selben Tag in einem Hochhaus beisammen. Sagen Sie es nicht. Es will raus. Die Leute wollen eine klare Sprache hören, die sie verstehen. Was? Wo bleibt? Halten Sie sich doch mal raus. Jetzt hören Sie doch mal auf zu stammeln. Es muss klar und deutlich sagen, wo bleibt beim solchen Großereignis, einer solchen Orgie der Dekadenz, wo bleiben da die Selbstmordkommandos? Die wohnen doch da unten. Warum denn europäische Bahnhöfe, warum nicht vor ihrer Haustür so ein Dreck in die Luft jagen? Da hätte der Name Wohltätigkeitsevent einen ganz neuen Sinn bekommen. Verstehen Sie? Ja, das ist... Ja.
Was soll ich da groß sagen? Wir kennen's ja eh. Was soll ich da groß sagen? So ist er halt manchmal. Gell? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, geht's uns nicht auch manchmal so, dass es in einem so schlummert und drückt, dass man denkt, ja, das darf ich auch mal gern, wenn du irgendwo stehst, im Supermarkt, in der Schlange oder am Bankschalter oder hängst in irgendeiner Service-Hotline, wo du nicht weitergibst. Also, dass du denkst, einfach mal kurz, puff gemacht und alles ist wieder vorbei. Ja, da gab's noch, es gab so viel, wo wir uns aufregen kannten. Aber ich glaube, lieber Dieter, da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr dazu, oder? In unserem Spendenstadel. Dieter, heißt der Dieter? Unser Rausschmeißer. Gucken Sie mal auf die Uhr. Auf fünf nach elf. Fünf nach elf. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Charity- und Satire-Kanapés Jochen Mansheimer, Arnold Rating und Olaf Schubert. Die Anstalt hat für Sie wieder eröffnet am 13. April, immer live, 22.15 Uhr, direkt nach dem Häuserwahl. Und jetzt, das Buffet ist eröffnet. Buffet, das ist auch nicht schön.